Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück, direkt wieder danach. Ich muss das nochmal aufnehmen. Die letzte Folge ging 50 Minuten. Letzte Folge ging nämlich 50 Minuten. Knapp eine Stunde ging die letzte Folge. Richtig krass. Sean! Sean! Und das ist jetzt die dritte Folge schon. Das ist heftig. Er macht das Licht noch an, Digga, ja. Sean! Jetzt ist er Opfer des Omigari-Killers. Auf jeden Fall muss ich heute mehr in dieser Folge reden, denn ich habe so wenig geredet. Die letzte Folge ging 50 Minuten lang und das war heftig, diese 15 Minuten. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Nice. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. So, jetzt machen wir dieses mit der Brille. Spiele spielen kann. Lol. Die fragen sich, was macht der da, ne? Und die fragen sich halt einfach so, was macht der da? Er bewegt seine Hand, aber... Bläh. Anderes Spiel? Nee. Ich bin ja Gefangene. Immer im Gefängnis. Oder machen Gefangene immer im Gefängnis gegen die Wand werfen und den Ball einfach gegen die Wand werfen. Boah, jetzt gehen wir rein. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er
Draht zu seinen Methoden ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir, alles andere geht mich nichts an. Nein, natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren auf einem Silbertablett. Tablett. Ja. Yeah. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Oh, jetzt gehen wir mal auf zu ihr auf die Pressekonferenz. Pressekonferenz. Man merkt, ich bin müde, schon so halbwegs. Ich glaube, ich brauche einen guten Kaffee. Ich habe Blake bei meiner Ankunft gesehen. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Schau. Ich sehe mich mal im Revier um. Vertrete mir die Beine. Nee, das ist nicht schön. Ich verdurste. Nie ist ein Wasserspender in der Nähe, wenn man ihn braucht. Oh, einmal Wasser trinken. Das ist auch immer gut. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro? Ja, natürlich. Kommen Sie. Das hält so scheiße ein. Ja. Was zur Hölle? Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Okay, Zeit zu arbeiten. Zeit zu arbeiten, als was soll ich denn bitte arbeiten? Muss halt immer diesen Handschuh. Das Büro wechseln. Handschuh anziehen, das ist so scheiße. Okay, ich dachte gerade schon, das geht jetzt nicht. Ui.
Das sieht heftig aus. Alter, Halleluja. Wüste, okay, kann man machen. Ah, noch eins. Okay, das finde ich sieht am geilsten aus. Okay. Ehrlich, das sieht am geilsten aus. Okay, ich habe meinen Favoriten, das sieht am geilsten aus. Bam. Boah, das sieht aber auch nicht schlecht aus unter Wasser. Origami-Killer. Acht Opfer in den letzten 3 Jahren. Okay, 8 Opfer. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Okay. Ertrunken. In Regenwasser. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ, fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Keine Daten für Geoanalyse. Dann wissen wir das nochmal. Da haben wir. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Okay, jetzt kommt dieses Geschwindel. Na, vibriert mein Controller aus, wirklich. Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Welche Richtung? So ist alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Ich habe keine Ahnung, was ich damit gerade gemacht habe. Sehe ich damit jetzt alles, was da passiert? Jo.
Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... ...16:15 Uhr. Ja, genau. Ich bin sicher, ich habe... Nein, 16:30 Uhr. ...als ich ankam. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Beige. In eine Beige. Beige. Und Beige. Hose. Schwarz. In Schwarz. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Ich erinnere mich nicht genau. Es ging alles viel zu schnell. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Maas. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, das ist der Origami-Killer? Killer ist... Nein. Jein. Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ganz schlimm. Schlimm. Das ist schlimm. Leider zu schlimm. Was kann man dagegen nur tun? Er hat schöne grüne Augen. Hashtag no homo. So. Der hat einen Laden, wo jetzt gleich einer reinkommt und ihn ausraubt. Guten Abend. Schönen guten Abend, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich fühle. Dann verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte.
Der Killer hat noch ein Opfer entführt. Einen 10-Jährigen. Wie ihren Reza. Hören Sie, ich habe genau 4 Tage, bevor wir seine Leiche irgendwo finden werden. Niemand tat etwas für meinen Sohn. Also, würden Sie jetzt bitte gehen? Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Safe irgendwie ein Räuber oder so? Guten Abend. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine scheiß Spielchen. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Scheiße, bist du taub? Mach jetzt die scheiß Kasse auf, Mann. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie kriegen es nicht. Was hast du gesagt? Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Ich jag dir eine Scheißkugel zwischen... Fuck! Weg damit! Los! Hände hoch! Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich schieße! Hey, das ist es nicht wert. Weg mit der Waffe. Und gehen Sie. Quatschen Sie mich nicht voll. Kümmern Sie sich um Ihren Scheiß. Keine Panik. Ganz ruhig. Niemand will Sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig. Und alles wird gut. Ja, ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Sie wollen doch keinen erschießen, oder? Wir werden ganz bestimmt eine Lösung für das hier finden. Ich bin Scott. Und Sie? Wie heißen Sie? Andrew. Ich heiße Andrew. Sie sind kein Killer, oder? Sie wollen nur ein paar extra Dollar, kein Blutbad. Ich bin kein Killer. Kein Killer! Haben Sie jemanden, der Ihnen wichtig ist? Eine Freundin? Familie? Ja, ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen. Sie heißt Jessica. Was würde Jessica jetzt von Ihnen denken? Fragen Sie sich, was wird aus ihr, wenn es schief geht? Nicht schlecht. Fast hätte ich die Scheiße geglaubt. Und jetzt! Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Ein Origami. Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Mr. Shelby?
Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. Eieieiei, Leute. Dann würde ich aber auch schon heute für hier sagen, das war's auch schon wieder. Sorry, wenn es eine kurze Folge war, aber das war's für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Like da lassen, Abo da lassen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.